Mal hier mal schön aufräumen, was es noch aufzuräumen gibt. Ich werde mal hier meine primäre Waffe ansetzen. Oh, erstmal schön nachladen, gell, Battlefield. Nur so hier. Die. Nee. Ja. Wir müssen jetzt erstmal schauen, ob wir da überhaupt leise rüberkommen, ne? Das wäre so eine geile Sache, ohne groß Feuer anzufangen. Aber die kämpfen ja eh gerade hier, die Russen, die hier sind. Von daher kein großer Stress, wir holen uns die hier. Kann ich nicht messen? Erstmal ganz leise killen. Ganz leise erstmal hier, schön. Man hat uns nicht gesehen, hoffe ich. Auch ganz leise killen. Ganz leiser Kill von uns. Weiter nach oben. Ist hier noch jemand zum leise killen? Die wussten anscheinend schon, dass wir hier antanzen. Ja, das ist natürlich schon ein hier göttliches Ding. Das werden wir bestimmt für den Kumpel da hinten brauchen. Oh, Zucker Nummer 1. Oh, Zucker Nummer 2. Was schießt denn da eigentlich noch an uns? Ach, wir waren noch gar nicht entdeckt, ich Depp. Eieieiei. Das ist natürlich umso bitterer, dass wir hier jetzt gerade noch kämpfen müssen dann. Das ist natürlich auch... Oh. Der Panzer, der muss jetzt erstmal sterben. Jetzt, Alter. Kann er nicht einfach drauf gehen? Das ist echt eine Nervensäge, dieser Panzer. Das ist natürlich etwas heftiger. Ich muss näher an den ran. Das ist hier nicht mal der Panzer, der hier... Weg da, Wreck-Car muss sich eilen. Und nochmal die nehmen, die 3 Ammo hat. Hier sogar noch. 4 Schuss hat diese Waffe noch. Aber wir kommen hier gar nicht rüber. Okay, da muss ich mal... Bin ich fast schon gezwungen anscheinend, hier rüber zu gehen. Und der... fick dich. Ah, was soll ich denn da auch machen? Ich meine... Ich hätte es echt nicht so machen sollen. Ich hätte die erstmal alle leise ausschalten müssen. Und dann den Panzer. Das wäre eine clevere Sache. Das wäre eine clevere Sache. Also wo sind wir hier? Tunnel, ne? Und dann hier schön aus dem Tunnel raus. Genau. Durchlaufen. Okay, da die diese US-Festung im Visier haben, probieren wir das Ganze doch einfach mal lässig und locker nochmal mit dem... Erstmal mit dem Messer geht das besser. Haben uns noch nicht gesehen, auch nicht. Ne, also hier. Wenn ich jemanden haben will, dann nehme ich mir den dann noch.
ganz leise erstmal. Noch wurden wir ja nicht entdeckt, habe ich das Gefühl. Oder? Oder hat uns da jemand schon... Ah doch, die haben uns eigentlich schon. Ja, dann lass... Och, komm, Irish. Ich hab's wichtiger, eiliger als du. Dann muss ich den da killen jetzt. Der war jetzt wichtig. Jetzt... Ich bitte dich, Irish. Der muss sterben jetzt. Der muss einfach sterben. Komm schon, noch einer. Einer noch. Ah! Fuck, der muss sterben jetzt bei mir. Ah! Der ist nicht gestorben. Ja, ich muss jetzt erstmal die andere Panzerfaust hier bekommen. Das wäre jetzt der erste Schritt. Und wenn ihr mich noch einmal anrempelt, ich schwör's euch, ich ragequitte sowas von fett. Hat er uns schon die Wand eingerissen? Nee, natürlich noch nicht. Finde ich auch ganz gut so. Dann können wir uns nämlich hier auf den ganzen... Zack, voll auf die Fresse, komm. Einer. Zweiter Treffer. Yes! Jetzt ist das Ganze viel entspannter, weil man muss sich nicht gleichzeitig auf den Panzer konzentrieren und auf so ein Stück Scheiße, sondern ich konzentriere mich jetzt einfach nur auf dieses Stück Scheiße hier. Also hier mache ich den da und feuer in das Gesicht kaputt. Ja, lass sie doch näher kommen, Mann. Ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast. Oh, heile, heile, heile. Oh, endlich, ey. Die Typen halten aber auch aus. Die fressen Kugeln zum... Was war das? Es war nicht nett, also hier zerstörbare Gegend, alles schön und gut, aber nicht das, wo ich mich gerade dahinter verstecke, ne? Wo ist denn da einer? Hat sich einer in unserer eigenen Base eingeschlossen. Also ich verziehe mich jetzt nochmal zurück in dieses Gebäude und schieße nochmal von da oben runter alles kaputt. Das ist, glaube ich, die cleverste Variante, die ich habe. Andererseits, ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll noch. Ja, aber anstatt die hier bitte dann die... Ich brauche mein Scharfschützengewehr schon noch so... ist das jetzt nicht hier? Also, haben wir hier alles geregelt? Ja, haben wir... Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich doch runter, jetzt wo ich hochgelaufen bin. Ja. Ach, jetzt sehe ich wieder nichts mehr, oder was? Ja, doch, ich sehe wieder was. Tod. Tod. Super Schuss. Aber ich ganz stolz auf mich hier und so, ihr wisst Bescheid. Wir stoppen zu dritt diese Invasion, ist ja klar. Gadgets kann ich mir neue aussuchen. Airburst, warum nicht, ne? Andererseits, das da ist, sieht schöner aus. Machen wir das da. Dann haben wir schön zwei Gadgets hier, die explosiv sind.
Alter, was ist denn das hier? Laufen wir mal ein bisschen vor. Scheiße, ich muss mir gerade mein Auge reiben. Ist nicht so schlimm. Hoffe ich mal. Okay, das war's. Du tust mir nicht so famous. Du tust mal hier schön Headshots kriegen. Oh, da ist ein schönes Panzerfäustchen. Ja, machen wir es mal so. Ja, versuch mal die hier anzuwischen. Das war zu wenig. Das heißt, ich musste so zielen. Noch weniger. Noch mehr. Jawohl, und noch einmal mehr. Okay, jetzt waren sie alle. Wir können über die Brücke. Kommt schon. Er müsste uns reinlassen. Wäre ja ein Vollidiot, wenn er uns nicht reinlässt. Alter. Sprühschuss. Das tue ich gerne. Das Greenland. Das ist einer von uns, das sehe ich. Das sind alle von uns. Winston, richtig? Danke für die Hilfe da draußen. Kein Problem, Marine. Das Tor ist offen! Winston, Major Greenland erwartet euch. Das will ich aber hoffen. Ziemlich kaputt, die Altstadt und so. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich werde es gleich erfahren mit den anderen. Schön, dich zu sehen, Jungs. Ihr müsst durch die Hölle gegangen sein, um hierher zu kommen. Naja, es geht eigentlich. So kaputt. Hey Marine, habt ihr irgendwas zu futtern? Ja, beim Hauptquartier gibt's Notration. Bedient euch. Oh yeah. Irish gleich mal schön rum. Also hier voll am Laufen dann gleich mal. Da sieht Greenland uns entgegen. Nein, ich denke nicht. Hä? Was? Okay. Geht klar. Interessiert mich ein Scheiß, was Sie tun müssen. Erledigen Sie es einfach. Wir haben 3 Tage nicht geschlafen und gegessen. Seid ihr Tombstone? Allerdings, Ma'am. Wir haben eine halbe Stunde, bis die Russen zurück sind. Ich will, dass alle was zu essen kriegen. Ich schicke Hilfe zum Verteilen der Rationen. Notration, genau. Fragen, los. Major, ich... Ihr folgt ihm. Hä? Wir haben Greenland gefunden. In the Wrecker. Ja, wir sind drin. Okay, wir haben dich gefunden. Warum seid ihr noch hier? Kurz gesagt, Ma'am, wir sitzen hinter feindlichen Linien fest. Wir möchten zurück auf unser Schiff. Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Die USS Valkyrie, inzwischen vermutlich im Roten Meer. Hochchen, seid ihr runtergefallen? Wo ist mein Kaffee? Ma'am, es ist sehr wichtig, dass uns jemand nach Westen bringt. Die Russen sind vor 3 Tagen gelandet. Es kommen noch Bodentruppen nach. Unsere Versorgungswege sind abgeschnitten und wir sind 12-1 unterlegen. Egal wie eure Befehle lauten, meine lauten anders. Sofort hinlegen. Das ist ein wahres Teufelzeug. Wie stark sind die Russen in der Luft? Unantastbar. Mobile Sams decken die Küste unterm Damm. Sie sind gut verteidigt. Sam-Stellungen unter dem Damm. Und wir sind hier. Hier oben. All unsere Truppen sind hier oben. Und das Flugfeld. Sind noch Zivilisten da? Evakuiert, Sergeant. Keine Zivilisten. Korrekt. Stadt ist leer. Was schlagen Sie vor? Ich habe keine Ahnung, Major. Es ist schade, dass Sie uns nicht helfen können. Wir transportieren aber gern noch mehr Sprengstoff, wenn noch welcher da ist. Und wir dafür einen Wagen kriegen. Draußen steht einer. Aber bringt ihn heile zurück. Wir haben auch ein paar Funkgeräte, damit wir in Kontakt bleiben können. Untereinander. Lasst mich darauf. Ich will nichts hören, bis ihr Erfolg habt. Dann bringe ich euch nach Westen. Danke, Major. Ja, so verhandelt man mit einem Major. Ob das eine gute Idee ist? Das ist die beschisseste Idee aller Zeiten. Also gut, es wird eine Weile dauern, bis wir da
Ferse. Decker, du siehst echt scheiße aus. Mach mal die Augen zu und ruh dich aus. Ich weck dich, wenn wir uns dem Damm nähern. Geil. Oh, erstmal schön ein... Oh. Einmal abschalten und strecken und eine Stunde später. Oh, wir sind schon da, aber ich hab doch... Ich meinte die Kinder. Oh Gott. Die drei kommen sich anscheinend ziemlich, also kommen sich näher. Ja. Ach, verdammt nochmal. Ja, das Ding ist massiv. Glaubst du, wir haben genug Sprengstoff? Ja, wenn wir ihn richtig platzieren. Hier anfangen und die Ladungen über den Damm verteilen? Siehst du die Mitte? Das ist eine Schwachstelle. Da bringen wir die Primärladung an. Hast du einen Ingenieursabschluss? Ich habe genauso einen Ingenieursabschluss, wie du eine Medizinerin bist. Ich habe wirklich eine medizinische Ausbildung. Egal. Bist du wirklich sicher? Wir weiden ihn aus, von innen. Seid ihr bereit? Jawohl. Auf geht's, Rack. Let's go, bitches. Let's go. Let's go, bitches. Let's go. Natürlich. Wir sehen uns jetzt erstmal um. Wir holen uns aber jetzt... LMGs, aber ich will ein Scharfschützengewehr, ihr Mistkinder. Ach so. Entschuldigung. Es war natürlich etwas peinlich von mir gerade. Okay. Primär ist halt die Waffe die geilste der Welt, finde ich bis jetzt im ganzen Let's Play. Was ich mich eigentlich immer gefragt habe, ist... Ach du der linken Flanke. Ich sehe noch nichts, aber ist so... Wisst ihr, wie wir das machen, Leute? Ich melde mich gleich bei euch. Ich werde jetzt erstmal schön eine Runde aufs Klo gehen. Bis gleich.